Wir befinden uns beim neuen Materiallager des Klimaslandes. Den schuppen wir. Den haben wir mehr oder weniger geschenkt bekommen, mit der Prämisse, dass wir den innerhalb von 2 Tagen abreißen. Dafür haben wir uns 30 Leute besorgt und natürlich Heiko, den kennt ihr aus allen Videos, wo es darum geht, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwas auszubuddeln. Weißt du eigentlich, dass du Hitachi Heiko genannt bist, ja, ne? Nee, das weiß ich nicht. Na, das weißt du, ne? Da, weil das fette Ding. Damit haben wir auch den Wakeboard-Pool ausgehoben. Und jetzt geht's los. Das ganze Ding muss heute fallen. Und dann wird nicht pulverisiert, im Gegenteil, wir versuchen so viel Material wie möglich hier rauszuholen. Jetzt reißen wir zuerst den angebauten Schuppen dahinter um, ja, mit dem Chopper. Und dann kommt das Ding hier. Komm, Heiko, komm! Es geht um die Bude hier hinten. Das Grundgerüst muss erstmal weg und das können wir einfach direkt mit dem Chopper rausreißen. Dann werde ich den hier vorne so ein bisschen ankoppeln. Ich habe auch Rennfahrerkleidung mitgebracht. Sauber. Nicht, dass ich mich verletze. Ist ja auch viel Geschwindigkeit, die auf den Brustkorb drückt. Präsentiert das Gewehr. Diese Schaufel ist so geil, ey. Ich werde wahnsinnig. Voll der Virtuose. Den Rest macht der Chopper. Geil, Alter. An den Becherhalter festmachen, damit ich nicht hochkomme, ne? Oh! Ich habe aber jetzt auch so schwere Schuhe an. Oh! Da oben haben wir nämlich den stärksten Wirkungsgrad. Zum Chopper bitte. Oh, warte mal, wir haben das Band. Wir brauchen noch das andere. Warte, lass mich mal runter. Wir tüneln das einfach aneinander. Ist ja gut angesägt. So vielleicht, wa? Das wird entweder das Beste oder das Dümmste, was wir jemals gemacht haben. Auf jeden Fall brauchen wir das Material und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Oh Gott, so ein Schuh. Müssen wir uns das Ding nochmal angucken. Boom, boom. Ich kenne keine Grenzen mehr. Guck mal hier. Als wir angefangen haben, hatten wir eine grüne Batterie. Da kannst du mal sehen, was so ein Schuppen kostet. Alter. Gute Arbeit, Benny. Das hätten wir auch einfacher haben können, hättest du es einfach gemacht. Aber es ging auch so. Du drückst jetzt noch einmal drauf, dann zersägen wir den Hümpel und packen ihn weg. Ne? Kann das auch lang ziehen, aber du kannst auch mal irgendwann was machen. Oh mein Gott, sie weg. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich bin viel zu langsam. So, der Schuppen ist runter, jetzt nehmen wir uns das Dach vor. Man macht Dach für Dach, damit wir da hinten überhaupt erstmal rankommen. Ne? Und wir sind ja ein Erfolgsduo, in dem du koordinierst und ich in der Gefahrenzone rumhantiere. Guck mal, dann baue ich schon mal das Fenster an der Seite aus, bevor es kaputt geht. Von wegen, ich baue mir eben das Fenster auf, das ist die eigene Mauer. Das alles müssen wir uns nachher aus den Ruinen fischen. Also die Scharniere, die ganzen kleinen Metallstückchen und so, Haken und so, das können wir alles gebrauchen. Dann können wir unseren nächsten Grubber draus bauen. Komm mal raus! So, wir sägen jetzt die drei an, lassen die zwei da vorne stehen, sonst fällt das zur Straße. Erst muss er die Schimmel runter haben. Er stützt. Komm mal her. Darauf hält das jetzt alles. Okay. Alle Mann in Deckung. Der arbeitet so mit so viel Feingefühl. Das ist so ein Druck. Oh, das Gewicht. Der Druck steigt. Das Ding ist ja, wir wollen, dass das Dach ganz bleibt. Das heißt, das ist eine große Lage, die nach hinten geht. Deswegen fummelt er das so vorsichtig auseinander. Und da wir glauben, dass die oberen Bretter eh alle im Arsch sind, kann er die jetzt auch runterreißen. Stopp, stopp, stopp. Kann man den nicht einfach umwerfen jetzt? Ian, du musst mir helfen. Draufstellen, jetzt mit Schwung zurückreißen. 1, 2. Oh, schaffen wir nicht. Jetzt kannst du ihn umtreten. Mit so einem geilen Kick. Gib ihm richtig einen. Das, was du in deiner Heimat gelernt hast. Und nicht mit der Faust. Nicht. Alter, ey. Jetzt mach ich den weg. Wir brauchen ihn noch. Der ist so, er wollte wirklich mit der Hand. Mit der einzigen. Der ist wirklich unglaublich, ey. Das sieht aus wie so ein Hangar, in das eine Bombe eingeschlagen ist. Aber hat die Situation jetzt nicht unbedingt verbessert, ne? Ja, schön. Was wir wirklich brauchen, ist alles, was da drin ist. Aber damit wir da rankommen, muss einmal dieser Überhang weg.
Warte, warte, warte. Hast du? Vorsicht. Vorsicht. Schön. Jetzt können wir die hier. Sowas brauchen wir noch. Ja. A fette, fette Party. Schneller, Steffen! Gib mir mal rein, zieh durch! Guck mal, Heiko, der lässt die Scheiße heile, Heiko. Vorsicht! Da ist nur voll der Busch in da. Es wäre geiler, wenn wir die komplett lassen würden, aber es geht nicht. Weil dann reißen wir die alle kaputt, jetzt müssen wir die einfach in so Streifen schneiden. Kleine Bretter sind besser als gar keine Bretter. Ihr müsst das mal anheben und dann müssen wir alle zusammen oben schieben. Ja, warte mal. Eins, zwei. Jawohl, fertig! Wuhu! Häng dich da mal ran. Nee, mach das doch ohne Kuhfuß. Tarzan hat auch keinen Kuhfuß gehabt, Alter. Du sollst schwingen. Schwing. Hey! Wir schneiden nachher ein bisschen systematisch die ganzen Balken hier raus. Und da hinten, die Seite ist wahrscheinlich Schrott, aber ist egal, das Brennholz im schlimmsten Fall. Ich glaube, wir packen das heute. Geil! Eins, zwei, drei. Oh, na, jetzt schaffen wir es. Welle gut genommen. Voll im Arsch schon, aber es fühlt sich gut an. Ich glaube ehrlich, wir kriegen das heute noch hin. Er hebt jetzt das Dach ein bisschen an und wir schneiden die vorderen zwei oder drei Pfosten weg. Dann schauen wir, was passiert. So bleiben die Dinger eben weitgehend heile, das ist ganz geil. Gefährlich. Alter, Alter! Yeah! Oh! Heiko! Fettmann! Oh, er schält das runter. Da holt der Bagger sich die Bananenschale weg. Boah, Hitachi Heiko, Alter. Alter. Oh, ja genau. Fettmann! Das eben auseinandernehmen. Ob das geil war? Ja. Nee, das weiß ich. Okay. Dann schneiden wir das frei. Oh, ey. Nein, Mann, das machen wir nicht. Ich habe so eine Angst, Alter. Aua. Okay, ich glaube, er ist drinne. Oder? Ah! Wow! Ich freue mich heute schon auf ein kaltes Bier. Kaltes Bier, kaltes Bier. Also das Einreißen von dem, da hat ein bisschen mehr Spaß gemacht. Zieh, Junge, zieh! Ich verstehe, dass die Laune nachlässt. Die lässt aber nee, wir haben eine gute Laune. Chaka! Hey! Schön! Er soll jetzt mal hier so den Finisher machen. Todesstoß. Ja. Oh, jetzt geht's los. Oh. Yeah. Nehmen wir hier Verletzten. Geil, Mann. Schön, Digi. Hey, gute Arbeit, Alter. Super, jetzt haben wir natürlich einen großen Haufen Scheiße hier, wa? Ja. Perfekt, auch nichts kaputt gegangen. Wollen wir zur anderen Seite gefahren? Wir hätten vielleicht kurz den Nachbarn vorher warnen können. Ist bei euch alles okay? Wir wollten eigentlich kurz vorher Bescheid sagen. Hi. Ich bin mal Heine, mein Bruder. Hi.
Hallo. Ja, dass er jetzt auf dem Schlag alles zusammenfällt, das kann ein bisschen überraschen. Ein bisschen Glück gehört dazu, ne? Ein bisschen Glück gehört dazu, das ist das Einzige, was man nicht hören will von dem Mann. Der das gerade hingelegt hat, das Ding, ey. Heiko? Sir? Holst du die Platten rein? Du ziehst ja erstmal die Platten von oben ab, oder was? Ja, ein bisschen müssen wir ja noch machen, ne? Ja, ja. Oder wollt schon einer Feierabend machen? Nee, ne? Nee, jetzt sind wir richtig, jetzt sind wir erst heiß. Jetzt seid ihr heiß, ne? Ja. Das sah auch schön aus. Das ist mir ja persönlich das Wichtigste, ja. So, jetzt wo das ganze Ding liegt, müssen wir uns halt entscheiden. Der ganze Scheiß kommt direkt im Müll, weil da ist so ein bisschen so Beton-Klebereste drauf. Das kann alles weg. Die landen in den 4 Containern. Zum Beispiel die Tür, die machen wir in ein paar Fetzen, nehmen die mit. Und dann werden die alle im Klimastand abgeladen. Da ist nämlich Team 2. Und sitzt den ganzen Tag in der dunklen Schleuse und flext Nägel von unseren Biken ab, die wir mitgebracht haben. Hier funktioniert alles Hand in Hand. Captain, wie sieht's aus? Da kommt das Material an. Ja, richtig. Dann wird das da abgeladen. Ja. So, dann wird das vorsortiert. Mhm. So, dann kommen, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Dann kommen hier so Bretter und so hin. Die werden mitgenommen nach da hinten. Die versuchen das mit dem Hammer rauszuhämmern. Die Balken landen hier oder da, je nachdem, wo gerade Kapazitäten frei sind. Und das wird dann weggefleckt. Die Balken kommen dahin. Dann wird das hier weggeholt von anderen Leuten. Im Holzlager ist da auch schon was. Ja, haben wir aufgewacht komplett. Diese ey, das ist wie in der Arktis, Alter, wie das Weihnachtsmannlager oder so. Also, so stelle ich mir das in den Wichtelchen vor. Voll mit den Funken aufgemacht. Voll geil. Das ist total geil, dass man von Station zu Station läuft hier. Wir sind alle ein bisschen geschlaucht. Es gab gestern noch ein Feierabendbier und dann noch ein zweites. Die Meute ist heiß. Wir machen die gleiche Scheiße wie gestern, nur schneller. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. So, wir drehen uns sowieso noch im Kreis hier, auf unserem Bau. Alles nur noch Müll. Die Tachi Heiko lädt die letzten 2 Balken ein und schmeißt den Rest weg. Wir sind uns im Klimasland, wo das ganze Material verwaltet wird. Davon haben wir nämlich jetzt jede Menge. Wow, ja. Richtig geil! Letzter Wagen! Geil, Alter! Da ist er! Aufgepasst, hier vorne ist der feinst säuberlich geordnete Hümpel. Ohne Schrauben, ohne Nägel. Material. Das sind nur die Bretter, die ganzen Balken drin. Was glaubt ihr, was wir damit alles bauen können? Unglaublich, das war, glaube ich, bis jetzt die größte und erfolgreichste Aktion im Klimasland. Über Finder organisiert. Das ist der absolute beschissenste Drecksjob, ne? Und wir hatten mega Spaß. Also wenn ein Abrissunternehmen so wäre, würde ich da sofort anheuern. Vielen, vielen Dank an alle Helfer. Wahnsinn, was hier passiert ist. Ich bin ganz froh. Und hieraus werden wir was ganz, ganz Tolles, auch wenn es noch schäbig aussieht, machen. Woo! Geil. Ein Grund, nicht so rudeln. Mach mal ein bisschen mit Gefühl hier. Danke. Schön was!